Ja, erstmal hallo zum Modern Koi Blog. Heute wieder ein Fischthema und heute das Thema, wie schnell kann sich das Schwarz oder das Graublau eines Koi entwickeln, vor allem in den Wintermonaten. Wir wissen ja, im Sommer dann, wenn das Wasser warm ist, wenn die Fische unter Wachstum oder Aufwachstum gehalten werden, dann hat es eigentlich, oder das Schwarz auf Koi oder auch bei Goschki, das Indigo-Blau, hat dann eher die Tendenz, etwas nachzulassen, etwas herunterzugehen, wohingegen die kalten Wintermonate in glasklarem Wasser bei wenig Futter und bei abnehmendem Körpervolumen, das eigentlich die Prozesse sind, wo die Schwarzbildung dann eher fördert. Und ich habe hier vor mir einen Ginring Goschki, der uns jetzt hier zum einen durch seine Dinge überrascht hat, durch die Entwicklung seines Indigo-Blaus, seines Graublaus auf weißer Haut. Aber zum anderen hat uns der Koi auf der Shinkokai überrascht. Und zwar der Kunde, der ihm gehört, ist auch mit Oyama befreundet. Und wir gingen auf der Showparty, den Blog haben Sie vielleicht auch gesehen, gingen wir zu Oyama hin und der Kunde hat auf seinem Smartphone, hat er so seine Fische gezeigt. Und der Ginring Goschki war wirklich im Herbst komplett ein Ginring Kohaku. Also da war nicht der geringste Ansatz von einer Goschki, von einer dunklen Goschki-Zeichnung vorhanden. Und dann zeigt der Kunde dem Oyama den Fisch und sagt, und Oyama, was ist das für eine Varietät? Dann sagt Oyama, aber wirklich ohne nachzudenken, Ginring Goschki. Dann habe ich geschaut, wo hat er das jetzt gesehen? Körperform ist er eigentlich kein typischer Goschki, sondern könnte auch Kohaku sein. Dann sagt Oyama, die Art, wie das Rot erscheint. Bei Goschki kommt das so, also wenn der Fisch jetzt so vor mir wäre, kommt das so von außen hingeworfen. Und beim Kohaku kommt das Rot immer von oben nach unten. Also das ist eine ganz andere Art und Weise, wie das Rot auf einem Goschki erscheint oder wie es auf einem Kohaku erscheint. Dann sage ich ja, die Art von Zeichnung könnte es die auf einem Kohaku geben. Sagt er, nee, ausgeschlossen. Also die Art von Zeichnung, wie es die klassischen, die typischen Goschki haben, kennt man bei Kohaku nicht. Und man muss sagen, er wird recht haben, weil er hat es ja auch auf Anhieb gesehen und hat da nicht mal eine Sekunde drüber nachgedacht. So, jetzt zeige ich Ihnen den Fisch. Also dieser Koi, wir blenden ihn hier auch noch parallel dazu ein, wie er im Herbst ausgesehen hat. All das Dunkle am Kopf, am Körper, in den Schuppen, das kam jetzt alles in den letzten 2 Monaten hier im Glashaus hinzu. Schauen Sie mal, das ist sensationell, wie das erscheint. Man hat ihn zwar unten, hat man ganz leicht an einem Bereich gesehen, dass das Schwarz sich am Bilden war. Was Oyama meint, ist das Rot, wie das hier angeworfen ist. Das kommt von seitlich bei dem Goschki. Auch das Kopfrot hier, bam. So, und das sagt, das ist das Goschki-typische. Und bei Kohaku kommt das Rot immer von oben und legt sich über den Koi. Man muss übrigens auch die Rotqualität, das vielleicht mal als Zusatzwissen, die Rotqualität von Goschki ist eine komplett konträre zu der von Kohaku. Also das, was für Kohaku gilt, was Farbstabilität und Zeug und alles Mögliche angeht oder auch Farbton, hat für Goschki keine Bedeutung. Also man muss diese Rots wirklich als komplett verschiedene Farben betrachten. Das ist wie, wenn man Rot und Schwarz betrachten würde. So. Und was natürlich bei diesem Koi die ganz große Sensation ist, der hat eine Körperstruktur, die auch untypisch ist für einen Goschki, was auch damit zusammenhängt, dass der Kohaku mal reingekreuzt wurde. Und die Körperstruktur erlaubt es ihm selbst als Ginrin. Ginrin ist ja schon mal eigentlich, wenn man drüber spricht, etwas, was das Wachstum begrenzt. Goschki ist eigentlich eher etwas, was das Wachstum begrenzt. Aber die Körperform, der trauen wir zu, auch über 85 cm hinauszuwachsen. Dann hat er auch noch ein perfektes Ginrin. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass die Schwarzentwicklung so wird, wie wir sie uns wünschen, wie wir sie uns vorstellen. Aber ich glaube, die Chancen dazu stehen hervorragend. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Abonnieren Sie uns, wenn Sie uns noch nicht abonniert haben. Gucken Sie mal, der hat auch noch Kutschibeni, das richtige Kutschibeni. Also wo wirklich nur die Oberlippe rot ist, weil Kutschibeni heißt ja auch Lippenstift. Wobei man nennt ja dann auch Kutschibeni, wenn das ganze Maul rot ist. Also wenn er schlecht geschminkt ist, heißt es immer noch Kutschibeni. Wenn Sie mal schauen zum Thema Rot, auch diese viele Rotspritzer, auch in den Brustflossen, das ist eigentlich auch untypisch für Kohaku.
Also das ist eigentlich selten, dass das so überall vorkommt, weil es kein Niban hier an den Stellen, sondern das ist schon richtiges Rot. Ja, danke für Ihr Interesse und wenn uns wieder ein interessanter Fisch vor die Kamera kommt, sind wir natürlich gleich wieder auf Sendung. Dankeschön.